Für alle die Touristen, die zufällig zugehört haben, ihr müsst nur Anständiges organisieren, Widerstand gegen das, was an Ungerechtigkeit ist. Und IG Blech ist dann ganz bestimmt dabei, wenn man sie fragt. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und wir kommen zur letzten kurzen Runde, die wir im Rahmen der Talks machen wollen. Jetzt wollen wir nochmal betrachten, was kann ich denn an verschiedenen Dingen gegen Umverteilen machen. Dazu haben wir drei kurze Statements. A, kommt Markus von Wied, Rupert von Campact und Hanno von Blockupy, bitte kommt nach oben. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ihr alle wisst, dass auch in wenigen Monaten wieder so weit ist. Das Bündnis Blockupy ruft dazu auf, nach Frankfurt zu kommen und Umverteilen etwas konkreter anzugehen, nämlich dahin zu gehen, wo das Herz dessen ist, das da organisiert, dass Menschen in Griechenland hungern müssen, dass Flüchtlinge in Italien oder in Griechenland faktisch ins Nichts getrieben werden und dass gleichzeitig ganze Teile Europas abgehängt werden. Blockupy, Hanno wird uns etwas dazu erzählen und uns natürlich einladen, nicht zu vergessen, im Ende Mai, Anfang Juni nach Frankfurt zu kommen. Hanno, du hast das Wort. Ja, drin oder lieber reinsprechen? Ja, lieber reinsprechen. Und reinbeißen. Funktioniert, ja. Ja, hallo, ich bin Hanno von Blockupy und vom bundesweiten Bündnis, aber auch von der Blockupy-Plattform Berlin, die sich jeden Dienstag in Kreuzberg im Irving-Zola-Haus trifft. Letztes Jahr haben wir mit Blockupy die Stadt Frankfurt lahmgelegt, die EZB blockiert und die Stadt mit 30.000 Demonstranten in Atem gehalten. Und auch dieses Jahr vom 31. Mai bis 1. Juni machen wir wieder Aktionstage in Frankfurt, dem Ort, wo sich die Troika trifft, dem Ort der Europäischen Zentralbank, die im Wesentlichen die Armutsprogramme, die Millionen von Menschen in Europa ins Elend führt, bestimmt. Wir denken, dass gerade hier in der Bundesrepublik, wo die Menschen nicht ganz so stark leiden wie die Menschen in Griechenland, Spanien, Portugal, Italien, wo die Jugend keine Perspektive hat, arbeitslos ist, keine Gesundheitsversorgung mehr sichergestellt wird, wo es reihenweise Selbstmorde gibt, gerade weil es uns noch nicht so schlecht geht, sind wir der Meinung, dass wir hier in Berlin, aber auch in Frankfurt, wo die Politik verschuldet wird, die diese Menschen in die Armut treibt, Widerstand leisten müssen. Wir wollen den Schritt gehen vom Protest hin zum Widerstand. Wir wollen zivilen Ungehorsam leisten bei den Aktionstagen in Frankfurt. Das heißt, wir wollen die Europäische Zentralbank tatsächlich blockieren und diesen kapitalistischen Normalzustand, der verheerende, so unsoziale, desaströse Zustände, nicht nur hier in der Bundesrepublik, sondern in ganz Europa verschuldet, diesen Normalzustand wollen wir einen Tag aussetzen. Aber nicht nur in anderen Ländern geht es uns schlecht, auch hierzulande durch die Agenda 2010, die von der rot-grünen Bundesregierung damals umgesetzt wurde, gibt es hier Hartz IV, es gibt die Rente mit 67 mittlerweile, ja, es gibt eine Menge Scheiße, die unser Leben schlecht macht und auch gegen diese Reformen wollen wir mobilisieren. Ja. Gemeinsam mit den Menschen in ganz Europa, und das ist der Punkt, gemeinsam, europäisch und internationalistisch wollen wir sagen, die Bankenrettungen sind Quatsch, das hilft nicht den Menschen. Wir schulden nichts und wir bezahlen auch nichts. Das ist ein Spruch, der in Spanien, in Italien weite Verbreitung hat und der gilt auch hier. Wir widersetzen uns also der autoritären Durchsetzung der Spar- und Reformpakete, die im eklatanten Widerspruch zu demokratischen Prinzipien steht, und treten für eine Demokratisierung aller Lebensbereiche ein. Wir widersetzen uns der Durchsetzung wirtschaftlicher Interessen mit Krieg und Rüstungsexporten. Wir widersetzen uns dem kapitalistischen Wirtschaftsmodell, das auf globaler Ausbeutung basiert, notwendig Armut und soziale Ungleichheit produziert und auch die Natur systematisch zerstört. Wir widersetzen uns aber auch dem Versuch, mit nationalistischen Parolen, und das ist ganz besonders auch hier der Fall, Beschäftigte, Erwerbslose und Prekäre in Deutschland, Griechenland, Italien, Portugal und so weiter gegeneinander aufzuhetzen. Es sind nicht faule Griechen, es sind nicht faule Südländer, ja, es sind die Reichen, die das Geld haben, die uns versuchen, mit nationalistischen Parolen zu spalten, und auch dagegen müssen wir ein klares Zeichen setzen.
Wir meinen, dass Widerstand gegen diese verheerende, radikale, neoliberale, kapitalistische Armutspolitik nur internationalistisch sein kann. Deswegen mobilisieren wir mit vielen anderen Menschen aus ganz Europa und darüber hinaus nach Frankfurt. Es ist keine reine deutsche Frage, es ist eine internationale Frage. Das Kapital agiert international, wir müssen es auch tun. Der Widerstand muss ganz klar internationalistisch sein. Wir werden in Frankfurt rufen zu einem Ende der Lohnarbeit, zu einer radikalen Umverteilung, nicht nur des Reichtums von oben nach unten, sondern auch einer Umverteilung der bisher patriarchal verteilten Reproduktionsarbeit. Gegen rassistische, nationalistische Abschottung Europas, die Grenzen aufzumachen. Die Krise betrifft uns hier, aber in ganz Europa jeden Tag. Und wir werden einen Tag schreien gegen die bürgerliche, patriarchale Herrschaft und das Erstärken neofaschistischer Bewegungen, die Menschen entlang von Klasse, Geschlecht und Herkunft spalten. Wir rufen her mit dem schönen Leben, Blockupy, hier und in Frankfurt am 31. Mai zum 1. Juni. Vielen Dank. Vielen Dank, Hanno. Und ich kann auch sagen, es wird natürlich wieder Busse geben, die hier aus Berlin fahren werden. Alle, die von euch mitfahren werden, wird es in wenigen Tagen an den bekannten Vorverkaufsstellen auch Busse geben. Wir gehen davon aus, dass wir ähnlich wie letztes Jahr in Berlin mindestens mit 6 oder 7 Bussen nach Frankfurt fahren, weil ich denke, wir Berliner werden schon den Banken in Frankfurt auch mal zeigen, dass wir mit dem, was sie tun, nicht einverstanden sind. Und ihr wisst ja, viele von uns, die im Bündnis Umverteilen sind, engagieren sich auch aktiv dafür, dass Blockupy ein möglichst großer Erfolg mit noch mehr Teilnehmern wie das letzte Mal, wo 30.000 zusammengekommen waren, die Metropole stillgelegt haben, zusammenkommt. Danke, dass du zu uns gekommen bist.